bedingungslos. Lass ich deine Hand nie los, bedingungslos. Sollst du werden riesengroß, bedingungslos. Bleib ich immer hier bei dir, bedingungslos. Hast du deinen Platz bei mir? Wie heißen die Leute? Klaus, Anja, Annette, Johann, Julia, Christian, Frank, Karina, Uwe. So heißen die alle, die uns gleich zugucken. Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Das Glückskind mit dem Auto. Genau, das Glückskind mit dem Auto. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind und heute haben wir ein Sportwagen. Was? Sag mal, Lego Hall. Lego Hall. Oder Johanns Spielsachen Hall. Und Tiffy. Und Tiffy. Geh mal auf dein Kissen. Aber ganz vorsichtig. Oh, ganz lieb Ei machen. Halt die Tiffy. Sag mal, Tiffy, die soll sich wieder da hinlegen auf ihr Kissen. Geh mal wieder auf dein Kissen. Und hopp. Los, hopp. Leg mal das Kissen neben dich, Johann. So, und sag mal, Tiffy, hierher. Tiffy, geh mal wieder auf deinen Platz. Los. Ja, und heute präsentieren wir euch was ganz, ganz Tolles. Und zwar Johanns Spielzeug-Hall. Laut. Spielzeug-Hall. Spielzeug-Hall. Yeah. Na los, jetzt kannst du es holen. So, komm hier schnell hierher. Papa, willst du mal freuen? Ja. Ja oder nein? Ja oder nein? Du hast ja gesagt. Ja. Ja, ja, gesagt. Pass auf jetzt. Oh. Oh, warte, bleib hier. Oh. Das ist auch in die Hüfte. Oh. Ja, jetzt kannst du es holen. Na, hol's dir. Oh, das ist ja viel zu groß. Oh, und? Komm, das stellen wir jetzt mal hier hin. Setz dich bei mir mit auf den Schoß. Ja! Tiffy, geh mal auf deinen Platz. Oh. Sofort, oder komm her. Johann durfte sich, Lego... Das Männchen hast du schon. Ja, und da hast du jetzt noch eins. Ja, wir haben jetzt... zwei Sets aus der Reihe Lego Duplo Baustelle uns ausgesucht. Wir haben einmal die große Baustelle und einmal hier vorne ein Kippbagger oder ein Bagger haben wir mit da reingenommen. Und weil Johann ja Bagger total über alles liebt, immer wenn wir überall irgendwo rumfahren und sowas und irgendwo ist eine Baustelle, dann ruft er immer ganz laut, ein Bagger und eine Baustelle. Und deswegen haben wir gedacht, holen wieder für ihn einfach mal die große Baustelle von Lego Duplo. Die hast du auch schon, ne? Ja, und jetzt hast du sogar noch mehr. Und guck mal, hier sind sogar Steine dabei. Da sind Würmer drauf. Und da ist ein Knochen. Boah. Ja, in dem Set 10811 ist eine Minifigur mit dabei, ein großer Bagger, der sozusagen einen Frontlader hat und eine Schaufel, die er hinten sozusagen benutzen kann und eine kleine Schubkarre und ein Presslufthammer. Und was ist das? Die Blume hatte ich schon. Genau, die Blume hast du nämlich auch schon. Genau, das haben wir hier drin. Das hatte ich auch schon nicht. Nee, das hast du nämlich noch nicht. Und deswegen haben wir das gesagt, kaufen wir das. Ne? So. Dann haben wir hier bei der großen Baustelle haben wir mehrere Fahrzeuge mit dabei. Wir haben einen großen Kran, der aber auch so als Bagger agieren kann. Dann haben wir, guck mal, Johann, was haben wir noch mit dabei? Was ist noch da drauf? Hier ist ein großer Kran. Und was ist das? Das ist ein LKW, ne? Mit einem Kipper drauf. Ein Kipp-LKW. Und dann haben wir hier noch ein paar Minifiguren und sowas. Und hier ist wieder ein großer, großer Bagger, also eigentlich eine Planierraupe. Ist das da?
das ist eine große Schaufel. Damit können wir nämlich alle Steine einsammeln und auf einen anderen Punkt absetzen. Und das Schöne daran ist, guck mal hier, hier hinten, wir können sogar ein Hochhaus bauen. Boah! Das ist nämlich der große Vorteil an dieser großen Baustelle, dass wir Häuser bauen können. Hier haben wir sogar eine Bushaltestelle, einen großen Kran und hier können wir sogar noch kleine Autos noch dazu bauen. Wollen wir das Ganze jetzt mal auspacken? Ja! Gut. High five! Können wir das schaffen? Ja! Gut. Ja, die schaffen das. Super. Ich darf. Wollen wir das erstmal auspacken und dann das Große? Erst das hier. Erst das Kleine. Und ich mache das jetzt hier auf. Ja. So. Das geht ja super. Und? Oh. Ein Trecker. Trecker. Alter, ich bin Oma. Oh, komm. Pass auf, das packen wir jetzt mal aus. So. So. Genau. Das darf ich wieder alleine. Nee, andersrum. Guck mal, das da. Das kommt da hinten ran. Genau. Ja? Nee, hoch. Cool. Und? Das ist ja aufregend. Und hier, das Männchen, das setzen wir auch noch rein. Also, das müssen wir anschauen. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Guck mal, dann können wir hier das hier reinmachen. Und wo sind die Würmer? Ah! Hörst du die Regenwürmer husten? Mal gucken, hier können wir hier hinten so machen. Genau. Sehr schön. Und hier ist auch ein Presslufthammer. Wenn man hier drauf drückt, so. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Du auch nochmal? Was sehen wir denn alles hier? Was ist denn das alles, Johann? Bagger, Schaufel. Und was ist das? Männchen. Ein Baggermännchen? Ja. Mhm. Und was haben wir noch alles im Set? Das. Was ist das? Ein Zuckerrohr. Mhm. Wo ist noch ein Zuckerrohr? Na, die hast du irgendwo anders. Aber die hier, guck mal, das reicht ja, wenn wir die hier haben. Und was ist das hier? Ein Pressballon. Ein Presslufthammer, ne? Ein Pressballon. Ein Pressballon? Ja. Ein Presslufthammer. Johann, was ist denn das? Erzähl mir mal. Kran. Und noch was? Ja, was ist denn da noch drauf? Ein Kippanhänger. Ein Kipplaster? Ein Kippanhänger. Oder so eine Polizei. Oder so ein Polizeiding. Oder so ein Polizeiding. Ein Polizeidings? Ja, gut, ja, das ist ein Polizeidings. Ja, ein Martinshorn, ne? Aber das ist ja orange, also gehört das zu einem Baustellenfahrzeug. Wollen wir das Paket mal auspacken? Ja! Dann kommen wir hierher. Hier hinter? Nein. So, und jetzt festhalten. Und über deinen Kopf. So, und. Oh! So viel! If you feel you wanna do it, you gotta step right into it. An advisor just gave my friend. Hey. The line is different in my head. I'm a child. Jetzt mal hier drauf machen.
Super. Und guck mal, kannst du die beiden Steine genauso hinstellen, wie ich die hier hingestellt habe? Ja. Super. Genau, und den jetzt hier hin. Ganz toll. Und willst du die Platte, das hier, willst du das mal hier oben drauf bauen? Ja. Genau, super. Und jetzt? Jetzt kannst du den Kran hier drauf bauen. Genau, und drücken. Super. Oh. Aber der Kran hat keine Räder mehr. Nee, der bleibt ja auch immer stehen. Guck mal, hier kann der Kranführer rein. So. Und jetzt kann der... So. Und jetzt kann der sich da so Sachen hochholen. Welche Sachen? Naja, zum Beispiel andere Steine. Und dafür haben wir auch diese Schaufel hier. Und die machen wir jetzt... Kackenbagger. So, guck mal. Willst du den Kran spielen? Super. Und gucke, und wenn jetzt hier unten so Sachen sind, dann kann der das so machen. Ja. Ich brauche noch mehr Steine. Wo ist der Äpfelmännchen? Was für ein Männchen? Ist das der Kranführer? Das ist der Kranführer. So, und jetzt kann der hier so rückwärts dran fahren. Und oh, danke, du hast einen Stein für mich. Und dann kommt der Stein hier rein. Und was kann jetzt passieren? Hey, lass mir Ruhe. Ich soll einfach mal noch Oh, kannst du mir den Stein hier bringen? Warte. Ja. Aus dem Laster, warte, der ist im Laster drin. So. Johann, bring mir den Stein aus deiner Schaufel. Oh, dann esse ich erstmal mein Frühstück. Nom, 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 nom. Oh, das war so lecker. Jetzt bin ich wieder richtig stark. Oh, und jetzt. Oh, jetzt ist der Kran mein Frühstück. Das ist ein LKW haben. LKW! Hey, LKW! Er will schon ein LKW. Ein LKW. Das ist ein LKW. LKW? Hey, Heinz! Komm mal hier rüber! Hab ich gesagt. Heinz, komm mal! Schnell! Ah, ich komm einfach mal mit meinem Bagger hier an. Und dann baggern wir mal hier. Ja, so, ich bringe dir das ganze Werkzeug. So, Johann, brauchst du Werkzeug? Ja. Ja, okay. So, soll ich das hier abladen? Ja. Okay. Ja, nur dein Boden, nicht den Boden. Ja. So, eine Schaufel, eine Schubkarre. Kannst du das alles gebrauchen? Ja. Gut. Ich sperre mal hier ab. Na gut. Oh, aber ich sehe gerade, der LKW, der muss hier durch. Darf der hier einmal durchfahren? Ja. Okay. Wollen wir beide Mittagspause machen, Johann? Nein. Wollen wir weiter baggern? Ja. Oder was willst du machen? Auch mal die Schaufel zu haben. Na dann los. Ich kletter aufs Hochhaus und esse da oben mein Frühstück. Dum, 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 dum. Ey, da klaut mir einer mein Frühstück. Ey, du Bösewicht. Du hast mein Frühstück geklaut. Mann, du der Räuber. Was? Du bist der Räuber. Du hast mir mein Frühstück geklaut. Na gut. Oh, danke schön. Mm. Yum, 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 yum. Dann bin ich jetzt lieb. Ja, du bist jetzt lieb. Yum, yum, yum. Guck mal, jetzt zeigt er das hier. Das ist die Klaue. Mm. Da will ich auch.
in dein Hochhaus klauen? Mein Hochhaus, ja, klar. Du kannst es auch abreißen. Oh Gott, es ist alles auseinandergefallen. Oh. Können wir das schaffen, das wieder zusammenzubauen? Da kommt Günther. Günther mit dem Schlepper. Willst du bei Günther gerne das, die ganzen Steine hier draufpacken? Ja. Na los. Ah, genau, mit Glas fangen wir an. Da kann ich das zur Deponie bringen. Noch mehr Glas? Ja. Hier sind noch Glasbausteine. Ja, super. Und noch einen Glasbaustein. Da kann ich das zur Deponie bringen. Super. Auf Wiedersehen, Johann. Bis gleich. Tschüss. So, hier ist die Deponie. Ja, wie ihr gesehen habt, hat Johann und auch ich haben wir ja, viel Spaß bei Lego Duplo, die große Baustelle. Und wenn ihr wissen wollt, wo man dieses Set kaufen kann, geht einfach mal unten in die Beschreibung. Da haben wir auch den Link für euch mit reingepackt. Ansonsten werden wir uns jetzt noch weiter, noch weiter mit der Baustelle beschäftigen. Ich glaube, das wird heute noch ein langer, langer Abend mit tollen Bauprojekten, die wir umsetzen werden. Ja, die brauche ich auch. Also, bis dann und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Johann, sag mal tschüss. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Danke. Ja. Bedingungslos, lass ich deine Hand nie los. Bedingungslos, sollst du werden riesengroß. Bedingungslos, bleib ich immer hier bei dir. Bedingungslos, hast du deinen Platz bei mir.